im dritten Glied stehen beim BVB. Unser Dank gilt unter anderem auch heute der Firma Aral, die diesen Livestream überhaupt ermöglichen. Das Ganze aus gutem Grund, aber zunächst dieser Angriff des BVB und die erste Chance, der erste Schuss, der erste Treffer, Gonzalo Castro in der 7. Minute. Das ist einigermaßen überraschend, denn ehrlicherweise müssen wir sagen, dass diese Anfangsphase, dass die ersten 6 Minuten dem FC St. Pauli gehörten. Wunderbar die Vorarbeit von Moritz Leitner. Der hatte ja schon geglänzt, auch im Test gegen Betis Sevilla, als er beide Treffer auflegte. Hier erneut die Vorarbeit von Mo Leitner, der damit auch Werbung in eigener Sache betreibt. Wollen wir kurz das Thema Werbung fortsetzen? Unser Doppelpass, aber auf Moritz Leitner kommt er bei zentrale Position. Und sieht der Schmelzer. Jetzt der FC St. Pauli sehr tief hinten drin. Aber sie machen das gut über die Außen. Castro, sehr auffällig in dieser Anfangsphase. Schusschance jetzt für Januzaj. Ah, schön gemacht und dann abgewechselt und dann ist er drin. Also die Vorbereitung exquisit, wie er den Ball da mit der Sohle mitzieht. Ja, und dann war es so ein halbes Ping-Pong-Tor, aber trotzdem zählt auch nach in der 18. Minute beim Debüt der Debüttreffer für Adnan Januzaj. Jetzt sehen wir es. Castro, dann Januzaj. Schön mit der Sohle vernatzt und dann der Schuss noch abgeblockt. Herwagen sieht da auch nicht ganz glücklich aus, wie wir jetzt sicherlich in der Wiederholung nochmal sehen. Ja, ist da überrascht, dass der Ball kurz vor ihm noch abgeblockt wird. Adnan wird es egal sein. 2:0 nach 18 Minuten. Bill Schmelzer gegen Alushi, der eine ganz starke Anfangsphase auf dem rechten Flügel hat. Jetzt mit der schönen Verlagerung auf die linke Seite. Auch St. Pauli spielt einen durchaus gepflegten Ball. Bender bekommt diesen nicht unter Kontrolle. Pauli und der Anschlusstreffer zum 1:2 durch den eingewechselten Pico in der 35. Minute. Zeichnete sich jetzt nicht unbedingt ab, dieser Treffer in dieser Phase, ist aber, wenn man mal das gesamte Spiel bislang Revue passieren lässt, alles andere als unverdient. Die Flanke und dann ist Zimmermann einen Tick weit zu weg beim Torschützen. Keine Möglichkeit für Roman Weidenfeller, diesen Kopfballtreffer zu verhindern. Ja, St. Pauli feiert diesen Treffer, Vorlage kam.